Es ist so unglaublich cool hier. Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Breath of the Wild im Schloss von Hyrule. Im Speisezimmer gerade. Wir überfallen hier gerade alles und nehmen einfach alles aus. Sehr gut. Okay, hier wird so weiter nichts mehr sein. Dann schaue ich einfach mal, weil wie denn dauernd speichert, ey, was ist denn hier los? Schaue ich einfach mal mich weiterhin um und hoffe, dass ich jetzt weg nach links gehe, eine Art Abkürzung freischalte. Oh Gott, und oh Gott, hier sind so viele Räume und so viele Gänge, das ist so cool. So, weil hier müssten wir jetzt wieder dahin kommen, wo wir beim anderen Mal nicht weitergekommen sind. Alter, die geilen Treppen und alles, ne? Ah, na bingo. So. Ups, na nicht so krass, Mann. Überraschung. So. Mach das. Oh Gott. Alter, Wut. So, da noch nicht. Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gucke, dann ist das... Achso, okay, das ist jetzt da der... Ne, wo ist der? Ich will ja hier hin. Das ist aber weiterhin zu. Okay, wartet mal. Oh Gott. Naja, komm mal her. Ich hab ja hier noch Elektropfeile, Mann. Oh nein, Elektropfeile. So. Voll abgepackt. So. Alter, wo bin ich denn hier? Wie krass. Mann, du zerstörst gerade voll den Moment, ey. Oh Gott. Zerstör doch nicht den Moment. So, komm her. Oh, schön zerballert. So, ich nehme natürlich noch eine gleiche Nüsse. Oh, das ist voll gelaggt erstmal. So. Ja, okay, da muss ich erstmal laggen. Was wird damit der hier fallen lassen? Ach, wo so eine olle Königsdings, die brauche ich dann nicht. Okay, was zum... Hier ist doch irgendwie... Das ist einfach nur so eine Statue von einem Vogel. Kann ich das wegschieben? Vor der Geheimgang und dann... Hast du nicht gesehen? Nein, ich glaube, das ist ja immer bloß noch... Immer noch eine Abkürzung. So, jetzt habe ich ja die ganzen Wände hier weg. Oh, steht denn hier? Jetzt ist also so ein Elektroschwert, richtig cool. So, genau. Alles klar. Hier war... Jetzt, ach, jetzt ist es da. Nee, hä? Wieso leuchtet das denn mal? Das hat letztes Mal noch nicht geleuchtet, oder? Ich habe keine Ahnung, was das drehende Ding hier von mir will. Ich fotografiere mal kurz das Schwert. Habe ich schon? Okay, Elektroschwert. Nehme ich das mit? Sollte ich das mitnehmen? Was könnte denn dafür weg? Alter, die geilen Keulen, ey. Die werden mir auch noch schön helfen. Ich habe allgemein nur so viele geile, starke Waffen, ey. Das ist richtig cool. Ja, außer der Bumerang. Naja, aber das ist halt Amiibo. Da. Ach nee, komm. Also ich erstmal liegen. Erstmal liegen lassen. Dann kriegt ihr doch nur so viel genug Waffen. Richtig nice. So, okay, ja. Irgendwie halt eine Abkürzung freigeschaltet. Okay. Aber jetzt halt ja das große Geheimnis. Wie komme ich jetzt da nach links noch weiter? Oder ist da echt gemeint, dass man da überhaupt nicht durchkommen soll? Kann ja auch sein. Weil an sich, ich war auf der anderen Seite und da war ja nicht das Auge. Nee, genau. Ich bin da schön abgehangen. Da war auf jeden Fall nichts zu sehen. Oder ich habe das echt übersehen. Keine Ahnung. Oder ist der Gang hier alles verschüttet, ey? Hier gibt es nur so mehr lang. Nun gut. Irgendwie gehen eigentlich die Schränke kaputt? Nee. Aber dann muss das Ding bestimmt auch irgendwie kaputt. Du hast jetzt kein Vieh. Und auf der anderen Seite bin ich mir 100%ig sicher, da war eigentlich auch nichts. Nun gut, dann gehen wir wieder zurück. Die epische Treppe hier und. Oder nee, war das hier? Auch nur alles zugeschüttet. Sehen irgendwelche Wände verdächtig aus. Ja, wie episch das hier einfach nur ist. So richtig krass verlassen mit der ganzen schwarzen Asche, die hier rumfliegt. Oder all diese bedrohliche Böse. So, hier war das Esszimmer. Genau, von hier kam ich. Also habe ich jetzt eigentlich bloß noch... Ja, nee, jetzt schön da noch Wege weiterhin. Und hier jetzt noch überall hin. Oh Gott. Und noch ein riesengroßer Raum. Dann ist aber eigentlich schon das Innere alles erkundet sogar. Innen drin. Wenn ich jetzt einfach nur schnurstracks, wo ich jetzt gerade bin, einfach noch weiter nach rechts gehe. Jo. Okay. Bam, bam. Also hier lang weiter, genau. Okay, nicht mit den starken Waffen, das ist zu risky. So, das sieht doch hier wieder aus wie Mauern, die man schön irgendwo hier schön irgendwie was verstecken können, wie die da zum Beispiel. Okay, das hier macht, okay, nur eine kleine Kammer auf. Alter. Na toll, ein verrostetes Schwert, ernsthaft? Warum? Okay, es gibt also auch Troll, Trollkammern. Oder ich übersehe hier irgendwas. Nee. Ist eine Trollkammer, was soll's? So, was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott, okay, noch mehr Moblins.
Ja, mach dir mal ein Geschenk. Was war das denn? Aber die verfehlte Waffen haben. So, wow, nein. Ups, es hat nicht gesehen, dass die Treppe da kaputt ist. So, jetzt bin ich hier unten. Achso, hier muss ich ja sowieso hin, aber nee, ich muss da noch mal schnell. Ich muss noch mal hoch. Da waren noch andere Räume und Ecken. Sorry, Mann. So, hups. Ah, wie krass, ey. Dass die Sachen sich hier so schnell aufladen, ist ja irgendwie so ein bisschen fies, ne? Ja, was heißt fies? Also macht mir das alles ein bisschen leichter tatsächlich. So, hier kann ich noch hin. Zurück in der Sackgasse. Okay, da ist noch eine Wand zum kaputt machen. Aber was ist mit der? Die sieht auch so komisch aus. Also sind so ja zwei Wände zum kaputt machen. Eieiei. Okay, erstmal hier gucken. Okay, hier ist schon. Hier ist auch nur Müll, aber. Naja, wir sind ein Foto. Ach nee, ein Gardenschwert. Alter. Gibt's davon erstmal noch Gardenwaffen? So, verrostete Hellebarde. Ohne mitgenommen. Okay, das Gardenschwert, das ist cool. Gardenschwert. So, haben wir hier noch was zum Foto machen? Eventuell? Nee, rostiger Zweihänder, okay. Achso, Mist ist, ich habe keine Waffenplätze mehr frei. Ja, ich habe hier ein Königsschwert, aber das ist halt mega stark. Und die Wächterwaffen soll ich eigentlich auch aufheben, weil ich halt ja meine Rüstung mich antike Waffen stärker macht. Ach komm, ich werf so ein Ding hier weg. Da werde ich noch mehr von kriegen. So. Ich will neue Waffen benutzen. So. Okay, dann hier nochmal schnell. Ups. Nein, löschen. So. Und Bombs away. Nein, nicht wegkicken. Mann, was zum. So. Okay. So, hier ist auch nochmal. Okay, ist eine Falle, alles klar. Oh, richtig weggekickt. So. Zack, 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 zack. Hat sonst auch nur Müll dabei. Okay. Gut, haben wir das hier uns angeguckt. Richtig nice. So, und ja, jetzt können wir halt wieder dahin, wo wir eigentlich hin sollen und ein paar Moblins kloppen. Hups. So, und ich mach den ersten Wurf. Hups. So. Na. Schon die ganzen Elektro-Pfeile, weil ich so viel davon hab. Oh, vor allem da reichen irgendwie auch zwei Schuss und die Dinger sind down. So. Oh, okay. Dann nehme ich jetzt mal das Königsschwert. Du musst als erste down gehen. So. Nee. Die ganzen Rostwaffen hier, Alter, ist auch so ein ultimativer Fundus für Fotos. So geil. So, das habe ich. Das. Was ist das? Das. Das habe ich noch nicht, verrostetes Schwert. So. Und hier ist ein Gardebogen. Ja. So. Muss ich mal mitnehmen hier. Okay, alles klar. Königsweihen habe ich umgenommen. So, was habe ich. Da sind hier die ganzen Königswaffen. Und ein Gardeschild. Ups. Okay, zack. Okay. So, ansonsten. Die ganzen Dinger kenne ich alle schon. Alter, man hat hier so viele. Fette Waffen einfach nur. Okay, da ist noch was drunter, was zum Verbrennen. Und erstmal bumsen. Bums. Okay. Irgendwie fliegt davon nie alles weg. So. Hops. Okay. So, dann der Elektrofeile hier. Geil. So, Feuerpfeil auch noch gleich bekommen. Sehr schön. Aber von denen habe ich bloß ganz wenig. Okay, hier haben wir noch einen. Was soll da jetzt sein? Ach komm, ich benutze einfach ihn. So. Okay. Oh. Was haben wir da unter? Einen. Nichts. Okay. Naja, gut. Wird man ja mal auch verarscht. Ich hab gleich den Feuerfall wieder zurück. So, okay. Was sind die für eine. Voll die verrosteten Sachen alles und so. Aber okay. So, dann werfe ich mal den Bogen, den ich hier habe. Den werfe ich mal weg. Nehmen wir dafür einen neuen. Königsbogen. So. Ja, da ist nur irgendwas unter der Treppe. Hatten wir ja auch schon. Nö. Okay, dann, geht's weiter. Okay, jetzt bin ich. Genau, hier ist ein langer Gang und dann habe ich wieder zwei Richtungsmöglichkeiten. Ich werde dann zuerst die untere nehmen. Ich hoffe, ich komme dann wieder hoch. Denk mal schon mit Rivalis Sturm, na klar. Und dann halt nochmal nach oben gehen. Bis ich dann hier wieder rauskomme. Jetzt von den beiden Eingängen ganz unten links will ich wieder rauskommen. Und tja, dann ist das Innenleben alles erkundet. Ohne Scheiß, ne? So, Alter, ja, hier, klatsch. Na. Also, tschüss, Mann. So. Mit dem ganzen Zeug.
Oh, warte mal, die Musik fotografieren, denke ich mal. Sicher ist sicher. Duo Exhal-Lanze. Okay. Brauche ich aber nicht. So, nur ein Gang. Oder welche Dinger zum Bomben? Nö. Nee, nicht Feuer. Elektro. Ich habe 13 antike Pfeile. Würde ich nur mal so erzählen. Boah, pf, aus welchen. So, das hat er jetzt nicht ausgelegt. Was? 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 So. So, gleich in einem neuen Raum. Aber erstmal gucken hier, Foto. Ist das nicht so ein Exhal? Ah ne, okay, habe ich schon. Oh, ey, alles eingeschüttet hier und kaputt. Aber okay. Kommt wieder ein großer Raum hier. Oh, da oben ist ein Schwert. Ein Eisschwert. Habe ich das schon fotografiert? Na komm schon. Was? Noch nicht nein noch dran? Okay, habe ich schon. Eisgroßschwert. Hier findet man echt nochmal alles. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, sonst hier aber nichts irgendwo an den Decken oder so. Einfach nur ein epischer Raum. Der so schick aussieht wie noch nie. So, jetzt muss ich aber irgendwo. Ah, okay, jetzt runter und dann quasi nochmal gleich direkt umdrehen. Bibliothek. Alter, ist das cool. Wow, eine Bibliothek haben die hier auch. Na klar, Mann, das ist das Königshaus, die sind doch alle gebildet. Na, denkst du, die Königshäuser, da kommen nur Trottel rein? Nein, alle belesen und studiert. So, was? Wie krieg ich jetzt hier den Schleim weg? Ich habe Angst, wenn ich hier runterfalle, dass ich quasi nicht mehr hochkomme. Boah, Alter, voll der riesige Raum. Ist das geil. Okay. Oh, was haben wir hier? Untersuchen. Bibliotheksbuch. Geheime Hofrezepte. Teils. Ah, warte mal, die brauche ich doch auch für, die brauche ich doch für eine Quest, ne? Teil 2. Monsterkuchen. Leibspeise des königlichen Beraters. Monsteressenz. Tabantaweizen. Rohrzucker. Ziegenbutter. Alle Zutaten gut vermengen, dann backen. Der Verzehr vernimmelt den Geist und kann zum Aushecken böser Pläne führen. Mit Vorsicht zu genießen. Ach, wie muss ich die abfotografieren? Nee. Ist kein Ausrufezeichen da? Oder doch? Nee. Muss ich mir wohl merken. Weil der Typ wollte der Rezepte haben oder sollte den was kochen? Keine Ahnung. So, okay, da unten sehe ich schon Comic erstmal ja nicht hin. Also ich finde irgendwie wieder diese eklige Ding zum Abblocken. Oder so ein fettes Buch drin. Alter, die Bücher sind so groß wie ich. Was sind das denn für Bücher? Okay, gut. Hallo, Kumpel. Tja, ich habe zuerst getroffen. So. Mann, ey. Was fällt dir eigentlich ein, ey? So gut. Leg das erstmal hin. So. Ach, Mann, ich hab. Ah. Ihr seht schon, komm, ich komme denn nicht zurück. Na, klasse. Ich sehe irgendwo so ein Auge. Das ist aber bloß dieses Feuer, was hier rumflackert und so aussieht wie so ein ekliges Auge. Aber nö. Okay, dann bleibe ich erstmal oben. Wo ich ja jederzeit mit Rivali hochfliegen kann, aber trotzdem. Hups. So, oh, was haben wir hier? Eine Stahlplatte. Na. So, was soll ich damit jetzt machen? Wenn man fangen darf. Was war das denn? Yeah, das war echt. Oh, yeah, yeah. Schon mit dem Königsschwert eine reinballern. Okay. So, hier geht's auch nirgendwo lang. Das ist alles von der anderen Seite denn zu erreichen. Wenn ich jetzt hier bin. Okay, man will dann halt doch, dass ich den jeweils anderen Eingang nehme. Okay, aber soll ich jetzt echt nur für den anderen Eingang dann jetzt extra nochmal zurück? Oh, die ist ja schon da. Kann man wohl höchstwahrscheinlich, können wir hier zweimal eine Bombe legen, aber unten. Okay, naja, gut. Unten dann Bomben legen. Schönes Regal zerballern. So, ist hier noch ein Rezept? Nee. Wieso haben sie die Bücher nicht verbrannt? Naja, nicht alle jedenfalls. So, komm mal her. Tschüss. Okay. Naja, guck ich nur auf, wenn ich wieder hochfliege. Und runter mit uns. So. Wo ist denn hier? Oh, hier ist eine Truhe. Was haben wir hier drin? Ein Honey. Da fehlen ja 6000 Rubine, richtig geil. Okay, nimmst hier unten jetzt noch schön viele Sachen zum Angucken. Ups. Bams. Bams. Hä, bist du ein anderer? Ach, der andere ist, glaube ich, einfach runtergefallen und gestorben, wa?
So, dann halt das Gardeschwert. Oh, oh, richtig stark. Sehr schön. So. Ja, hier, das ist halt wieder die Frage hier, ne? Naja, okay, dann muss ich hier doch von der anderen Seite mal reingehen. Ich guck mir auf jeden Fall das alles an, ne? Ist sowieso klar. Ich guck mir das an. So, warten wir jetzt bloß ein Rezeptbuch. Dann denke ich, muss ich ihm das kochen. Ich hab's ja aufgenommen, also ist alles okay. So. Oh. So. Zack, 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 zack. Ach nee, warte mal, das ist ja. Sind das Stahlscheiben? Ah ja. So, ach. Alter, voll geheim. Wie krass. Was hat denn die Königsfamilie für geheime Gänge gehabt? Okay, warte mal, hier jetzt irgendwo lang. Okay, runter sogar in einen ganz anderen Raum. Okay, dann gehe ich erstmal nochmal zurück. Auf der anderen Seite ist auch sowas. Okay. Wir haben die Könige, wie hat der König oder halt die ganzen Soldaten, wie haben die das gemacht? Aber wie hier einfach so ein Ding liegt, damit du das aktivierst und erkennst, dass hier auch eine rote Wand quasi ist, ne? So. Lalala. Bam, bum, bum. Oder richtig mit Treppe hier. Oh. Alter, bin ich jetzt hier in so einer Säule drin? Oder nah an einer Säule höchstwahrscheinlich dran, wa? So. Alter, nochmal ein Honey. Okay, und hier in dem engen Raum kann ich ruhig die Dinger in die Luft sprengen. Die dürfen nicht so weit wegfliegen. Sag ich doch. So. Na. Hallo? Okay. Was war denn hier? Oh Mann. Hm, haben wir noch so einen fetten Spalter. Felsenspalter. Warte mal, war das andere ein Bergspalter? Und ist jetzt hier ein Felsenspalter? Ich muss mal kurz gucken. Nee. Alles klar, hier alles sonst kaputt. Nichts mehr zu holen. Okay. Wer baut hier so eine komische geheime Gänge? Aber bestimmt Notausgänge oder so. Ah, hier war noch was. Ups, hier ist noch was versteckt. So. Studierzimmer des Königs. Des Königs. Okay, oh, ein Gardeschild. Warte mal, wieso ist der noch... Ist das ein anderer Schild? Hat er schon gesehen. Jo, ach so. Yeah, yeah. Da ist ja nicht schon mein... Ach so, den konnte ich wohl nicht mitnehmen. Okay, wisst ihr was, dann schmeiß ich das mal weg. So, her mit dem Gardeschild. Und ich hab ja noch so ein ekliges Ding. Meine kann alles weg. So, den muss ich noch fotografieren. Alter, der ist so geil. Oh, Alter, 70. Okay, dann, erstmal ein Königsschild. So, was haben wir hier? Da war noch alles Ruhe. Notizen des Königs. Aufzeichnung von Roman Bosphoramus Haiulesen. Klar. Am heutigen Morgen wurde mir eine Tochter geboren. Den königlichen Traditionen folgend nannte ich sie Zelda. Der Geruch von Feder und Tinte liegt mir nicht. Doch ist der heutige Tag Anlass genug, eine Chronik zu beginnen. Die Berichte über Reliktfunde häufen sich. Die Vorhersagen des Weissagers erweisen sich als zutreffend. Die Verheerung Ganon ist kein Fabelwesen, sondern existierte in Hyrule tatsächlich. Wir müssen alle Relikte erforschen. Doch allein für die vier Titanen wird dies Zeit brauchen. Zeldas Augen erstrahlten, als ich ihr von den Relikten erzählte. Sie scheint eine Begabung für die Wissenschaften zu haben. Okay. Der Tod der Königin kam plötzlich. So plötzlich, dass mir alles noch wie ein böser Traum erscheint. Zelda weinte weder bei dem folgenden Staatsbegräbnis, noch tut sie es, wenn sie mit mir alleine ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr immer wieder gesagte, dass eine Prinzessin Selbstbeherrschung zeigen müsse. Für eine Sechsjährige war ihr Verhalten herausragend. Ich muss sie im Geiste ihrer Mutter erziehen. Zelda ist von ihrem Besuch an der Quelle zurückgekehrt. Ihre Kräfte, die Verheerung zu versiegeln, sind nicht erwacht. Der Tod ihrer Mutter ist nun 1 Jahr und 3 Monate her. Vielleicht hat sie dies noch immer nicht ganz verwunden. Drohte nicht die Prophezeiung von der Verheerung Ganon sich zu bewahrheiten, ließe ich ihr alle Zeit der Welt. Doch die Zeit läuft uns davon. Es tut mir in der Seele weh, was ihr zu befehlen, ihr Training an den Quellen zu intensivieren. Ich hörte, dass Zelda weiterhin an den Relikten forscht und beschloss, sie dazu zu befragen. Sie gab vor, nun in ihrer Freizeit zu forschen, dennoch schalte ich sie, denn sie hat so einen Schalter. Ich glaube, sie hat sie zusammengeschissen, ne? Ihre Kräfte erwachen nur deshalb nicht, weil sie ihre Zeit damit verplempert, Wissenschaftlerin zu spielen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich sehr das Gefühle. Sie verlor ihre Mentorin, ihre Mutter, bevor sie von ihr lernen konnte.
Seit 10 Jahren nun versucht sie vergeblich, sich selbst etwas beizubringen, für das es keine Lehrbücher gibt. Im Schloss tuschelt man hinter ihrem Rücken über sie, und ich, ihr einziger Verwandter, schelte sie. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie zu ihren Relikten flieht. Ich muss sie jedoch dazu bringen, ihr Schicksal zu erfüllen. Man berichtet mir, dass Zelda zur Quelle der Weisheit gegangen ist. Dies ist womöglich ihre letzte Chance. Erwachen ihre Kräfte in Ranell nicht, gibt es kaum noch eine Hoffnung. Wenn sie auch diesmal wieder erfolglos zurückkehrt, werde ich sie trösten, anstatt sie zu schelten. Oh nein. Die spirituellen Übungen, die ich ihr nun seit 10 Jahren auferlege, waren vielleicht ein Irrweg. Vielleicht erwachten ihre Kräfte der Versiegelung auf andere Art. Meine Hoffnung ist, dass die Erforschung ihrer geliebten Relikte ihr zu Einsichten über ihre Kräfte verhilft. Doch vorerst werde ich die Rückkehr meiner Tochter erwarten. Nicht als König, sondern als Vater. Wie bitter, denn es ist ja leider wohl zu spät gewesen, ne? Das ist ja super toll. Ach, Mann ey, er hat dann halt eingesehen, dass er doch wohl zu hart war und so. Na toll, das macht alles noch trauriger. Aber wir plündern sein Geld. Jetzt wird das Tagebuch des Königs gefunden. Oh, das ist so schön, ey. Man macht so einen Spaß. Und wie ist es auch so traurig und so finster. Okay, ist hier noch irgendwo ein anderes Regal? Hat man so ein bisschen rausziehen könnte? Ich glaube aber eher nicht, ne? Nee, eher nicht. So, also, ich komme leider nicht in den anderen Gegendingern rein. Da muss ich halt, vielleicht komme ich ja hier unten raus. Weil dafür gibt es ja einen Geheimgang. Vielleicht aber auch nicht, muss ich echt gucken. Und dann will ich halt mal nochmal versuchen, die anderen Gänge da alle wenigstens freizulegen. Weil dann ist soweit hier drin alles, also da war ich auf jeden Fall in jedem Raum. Ob ich alles gefunden habe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich coole Sachen gefunden. Sorry, bin ich hier richtig? Ich verlaufe mich die ganze Zeit so hier lang. So toll, jetzt war da ein Rezeptebuch. Warte mal, lass mich mal kurz nochmal die Quest angucken. Was der hier meinte. Wie hieß nochmal der große Räuberkönig? Wie hieß nochmal das? Königliche Küche, genau. Im Schloss Halbe gibt es vielleicht immer noch Bücher mit alten Rezepten. Ja, bla bla bla. Interessiert sich sehr für die Küche der Königsfamilie, da einer seiner Vorfahren Koch im Schloss Highwool war. Ja, okay, also wir haben so ein Rezept gefunden. Ja, wo es irgendwie... Ja, ich glaube, ich muss ihm denn kochen, wa? Oh Gott. Oh Gott. Hey, du bist ja so angeschlagen. Na, Kumpel. Boah, einfach getötet. So, Garnschwert ist gleich kaputt. Egal. So, gehen wir mal hier weiter gucken. Ich weiß, wie auch wieder der Weg versperrt ist. Ich schaue einfach. Okay, Alter, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Anlegestelle. Okay. Wie Anlegestelle? Hier kann man mit dem Boot hin, oder was? Hier kann man mit dem Boot anfahren. So. Yeah, Pfeile. Sehr schön. Ja, okay, Gardestelle ist bald kaputt. Dann ist es halt so. Ich habe ja noch so viele andere Weapons. Heile! So, okay, dann gucken wir uns mal hier um. Aber soweit sieht hier nichts anders aus. Hier ist ein großes Feuer in der Mitte. Sieht aber verdächtig aus. Als ob es gebrannt hat. Soll ich das mal anzünden? Hm? Alter! Was, Säule? La, la, la. Soll ich das mal anzünden? Das ist ja auch kaputtes Dings hier, ne? Das ist ja altes Zeug, oder? Ich probier's mal. Oh! Okay. Es gibt hier drin einen Schrein? Alter, wie heftig! Sasukosa-Schrein. Was für ein Zufall, das sah halt bloß so mega verdächtig aus. Vor allem, dass da Feuer aus war, ich das einfach mal... Ach, du meine Güte. Leute, das ist geil. Cool. Jetzt kann ich hier, kann ich mich hier besser ins Schloss reinbeamen. Okay. Okay. So, ich versuche mal den noch zu machen. Da ist aber auch der Part vorbei, würde ich mal sagen. Alter, Leute, das Spiel ist so toll, Mann. Vor allem zum Finale hin, wo wir jetzt gerade uns ja befinden, so die letzten Meter zum Finale hin, wird man auch überhaupt nicht enttäuscht, ey. Das ist so ein tolles Spiel. Mann. Ich kann schon wieder ausrasten. So, was ist das hier für ein Schrein, Mann? Dauert der 5 Stunden? Oh, Kraftprobe schwierig. Ja, vielleicht gibt's nochmal ein, ihr wisst schon was. Einen Reaktorkern, bitte. Oh nein.
Hallo. So, dann wirkt aber jetzt mal echt meine Waffen, die mich halt stärker machen, ne? So, wie das Ding hier zum Beispiel. Alter. Okay, hab ich den halt schon mal fotografiert? Keine Ahnung. Ich glaube aber schon. So, hallo. Ups, kann ich den irgendwie schocken? Na, so nicht. So, okay, Achtung. Alter, boom, boom. Alter, Hälfte ist down. Wie geil. So, kurz mal schocken. Okay, das ist natürlich eine mega fette Kombo. Also, das ist ja mal richtig krass. So, und schocken. Alter, wie schnell geht das denn so? Okay, alles klar. Und down. Okay, ja, leider keinen Kern fallen lassen. Das ist natürlich schlecht. So. Okay. Aber ganz viele anderen Crames. So, hat der hier irgendwas Neues? Was noch in meiner Sammlung fehlt. Nee, Wächteraxt. Nochmal eine Wächteraxt? Nee, Wächterlanze. Und andere Wächter. Ich glaube, hier ist nicht mehr. Soll ich dir mal ein Wächterschwert mit? So, eigentlich schon zwei von. Okay. Ah, nee, halt. Erstmal das Gartenschwert kaputt machen. So, Leute, sehr schön. Tja, haben wir 101 Schreine. Den 101. Schrein entdeckt. Fehlen muss noch 19. So, schnell die Truhe holen. Das Zeichen der Bewährung holen. Tadalada, ein Feuerschwert. Okay, wartet. Ich will das ja mitnehmen. Boom, Alter, kaputt geslasht. So. Dudelidadelidai, Feuerschwert. Wird gleich mitgenommen. So, Priester, wir sind hier ins Schloss Hyrule geschafft. Vor allem, naja, jetzt wird es geschafft, sich zu verstecken vor all dem Bösen um uns herum. Aber okay. So. Sehr schön, Leute. Banababam. Dann wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch mal wieder schön vollgeheilt. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure heutige Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir müssten bald alle Innenräume zumindest erforscht haben. Denke ich mal. Wir haben auch echt viele Sachen gefunden. Vor allem ganz viele Kleinigkeiten. Den Hylia-Schild, ein Tagebucheintrag, ein Schrein. Boah. Nice. Was denn wohl draußen noch alles so ist? Ob draußen irgendwann uns einer wartet? Ich bin gespannt. Ich werde sehen. Ein bisschen werde ich noch brauchen, aber dann geht's nach draußen. Dum, dum, dum. So. Alles klar. Oh. Leute, bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao!